I will find out. Alter, Digga, ist zu blank, Alter. Der hört sich besser an. Digga, hier ist einfach zu dunkel. Moment. Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Lifestyle-Vlog. Ihr wisst, es ist zurzeit Crewzember, aber der Lifestyle-Channel darf natürlich nicht vernachlässigt werden. Deswegen habe ich mir gedacht, befassen wir uns heute wieder mit dem Thema Bart. Ja, zu dem Thema Bart brauchen wir natürlich einen ganz speziellen Kollegen, und zwar ist der Micky, auf dem Bart mir hier gerade. Wie es bei Bart Sachen so üblich ist, ist es natürlich hier eine Zusammenarbeit mit Philips, liebe Leute. Es ist nämlich ein neuer Rasierer auf den Markt gekommen, den ich persönlich sehr, sehr gut finde. Deswegen habe ich auch gesagt, hey, es wird Zeit für eine Zusammenarbeit in diesem Sinne. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, und zwar geht es um den Philips OneBlade, den wir heute im Video verwenden werden. Einen kräftigen Applaus für unseren Gast, der sich mehrere Stunden Zeit gelassen hat. Profi, Friseur und Bartschneidekünstler, Micky, der Il Brazza Fattacente. Guten Tag. Ich habe mein Gerät heute dabei. Ja? Philips OneBlade. Also Gerd, für dich nur das Beste. Was machen wir heute überhaupt? Heute machen wir Konturen. Ja. Schön den Bart sauber machen. Dass wir zeigen, was der gute Stückchen kann, ja? Warte kurz, ich muss diese schöne Hand... Nur Konturen, oder wie? Nein. Mein Gott, das will er, ja? Und da muss diese Dreck hier runter. Ganz weg. Na, wir lassen heute Schnubber. Kielermaschine, ja? Nico, beste Mann, ja? Jetzt lass mich in Ruhe. Brutale Geräusch wieder. In meiner Zeit hätte ich so eine Maschine, hätte niemals so einen langen Bart gehabt. Dieses Gerät kann von beide Seiten schneiden. Also einmal von oben, einmal von hinten. Ja? Also er kann dich von beide Seiten bedienen. Ne? Das fühlt sich gerade halt echt so an, als wäre ich so wirklich beim Friseur. Gell? Hey, Micky, kann ich dich einstellen? Selbstverständlich. Schneide wirklich professionell gut. Der Micky macht das jetzt hier. Ist natürlich Unterhaltungsfaktor mit ihm zusammen. Alle Bartvideos kommen natürlich mit Micky. Aber man kann es auch echt ganz easy mit dem Ding alleine machen. Also ich habe mich auch schon ein paar Mal alleine damit rasiert. Weil ich finde es halt einfach, wenn man den Bart stutzen will, was ja, glaube ich, extrem viele da draußen von euch machen, ist es einfach mega entspannt. Man sieht halt jetzt unten, das ist halt wirklich fast wie, wenn man das mit der Klinge machen würde. Schön sauber, ja. Es ist schon, also ich persönlich finde echt so, ich war echt überrascht. Das Geile ist, mit dem kannst du auch schön gerade Linien schneiden. Also ja, ob du jetzt von oben, jetzt so wie hier bei mir, Mama, hier auch schön hier gerade noch, machen. Weißt du, ob du da noch was rausholen kannst? Alter, du hast dich hart verschnitten. Schön sichtbar. Ja, man sieht auf jeden Fall, dass du kein Friseur bist. Ich mach. Soll ich einfach mal Gesicht zumachen? Gesicht zu. Ja, du kannst Gesicht zumachen. Also Nico, jetzt mach mal alles weg. Der Akku hält auch schön lange. Ja? Wow, was für ein Schneider. Ich hab nach zweimal gespürt, oder? Vor allem geht es relativ zügig. Ja, ich würde sagen, so passt, oder? Wieso mache ich diesen Joke eigentlich immer jedes Mal aufs Neue? Man macht auch so, kennt, das ist wie dieser obligatorische Joke im Kino, wenn die Werbung vorbei ist und nochmal alles kurz dunkel wird. So, gehen wir jetzt, oder? Nee. Das ist genau der gleiche Joke, wie wenn du nach dem Rasieren jetzt sagst, jo, lass mal so, oder? Lass mal so, gehen. Alles gut. Ey, bitte lass ihn bis am Kinn und du es nicht wegmachen. Das am Kinn, das wird so legendär aussehen. So. Wenn sich einer mit Bart auskennt, dann du, Digga. Deine Hände riechen übrigens noch nach Shisha. Nico, du bist fertig, ja? Ja, super, geil. Michi. Weißt du, wie ich dich jetzt nenne? Wie? Der einsame Ritter. Ich bin wirklich begeistert vom Ergebnis. Mir fehlt eigentlich echt nur noch der Cowboy-Hut. Und dann kann ich eigentlich los. Weißt du, wie du aussiehst? Auch wie Dinger, wie Joe Pena von Dinger, von ja, Narcos. Ja. McCree. Meine Güte! Also, Nico, ich bin fertig, wir lassen das jetzt so. Keine Diskussion mit mir. Bist du zufrieden? Ob ich zufrieden bin? Mit nicht der Leistung von mir, mit der Leistung von Philips hier. Also mit der Leistung von Philips bin ich definitiv zufrieden. Mit der Leistung von dir? Darüber müssen wir gleich nochmal privat reden. Was sagt ihr? Schreibt in die Kommentare, wie ihr den Schnauzer findet. Ich finde, auf YouTube wird es mal echt Zeit für Abstimmungen. Weil dann würde die Abstimmung jetzt lauten, wie findet ihr den Schnauzer scheiße oder beschissen? Oh, die Seiten hast du ja viel zu lange gelassen. Groom macht das Pflege. Also jetzt mal ohne Scheiß. Dieser Schnauzer ist echt immer so eine gewöhnungsbedürftige Sache, ja? Wie findest du es privat jetzt? Ja, ich finde es nicht schlecht. Wieso, dass ich mir jetzt lügt, Alter? Liebe Leute, Micky, hey, danke für den Schnauze, Alter. Bester Friseur und Bartkünstler, den ich kenne. Immer wieder dich melden, wenn es um deinen Schnauzer geht. Ja, super Sache, Alter. Wirklich ganz, ganz großes Kino.
Micky, hey, ich wünsche dir einen schönen Abend, Mann. Danke. Philips OneBlade. Ich nehme dann das an der Stelle auf jeden Fall vielen Dank auch nochmal an Philips für diese Zusammenarbeit und natürlich die Bereitstellung des Rasierers und dieses unglaublich nice Ergebnisses. Also jetzt mal ohne Scheiß, gerade für Konturen und so wirklich ein geiler Rasierer, könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken. Hallo, ja. Okay. Gesundheit. Und dann würde ich sagen, damit sind wir raus. Liebe Grüße, ja. Liebe Leute. Ja, ich muss und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.